Mann, 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 diesen Anfangsscreen habe ich ja schon so lange nicht mehr gesehen. Und damit herzlich willkommen bei The Forest. Ja, Folge 50. Nach langer Zeit mal wieder. Ich bin wieder da. Zumindest erst mal, ja, jetzt mal so ganz spontan. Denn ich hatte gesehen, es gibt ein neues Update. Die Version, so, jetzt muss ich jetzt mal wieder meinen Pedometer wieder mal einstecken hier. Dass es ein neues Update geben wird, hatte ich mich schon so ein bisschen drauf vorbereitet. Die Version 0.13 ist in der Nacht rausgekommen. Eigentlich sollte das hier in Deutschland, glaube ich, 21 Uhr oder so rauskommen. Da hatten sie aber vorab geschrieben, dass sie wohl noch an zwei, drei Sachen arbeiten und sich der Patch wohl so ein bisschen noch verspäten wird. Und ja. So, der Anfang ist ja wohl. Da war doch eben noch was. Noch relativ gleich. Ja, warum nehme ich jetzt wieder The Forest auf? Wie gesagt, ich wollte mal so reinschauen, was ich so getan hat und was war das? Was ich so getan hat und ja, eigentlich im Prinzip das. Und ich habe ja die letzten Patches ja nicht so wirklich mitgemacht. Hase. Und ja, da wollte ich einfach mal reinschauen. Und ich hatte auch mal wieder tierisch Bock auf The Forest. Was flattert denn hier so? Oder sind das die Vögel neuerdings? Ich dachte, das würde sich mir sonst, wenn da irgendwelche Schritte sind oder was. Nee, und wie gesagt, ich wollte einfach mal reingucken. Ich habe mal wieder Bock drauf gehabt. Man muss auch dazu sagen, Stranded Deep ist daran nicht so ganz unschuldig. Stranded Deep ist auch ein definitiv geiles Spiel, aber ich finde, ist meine persönliche subjektive Einschätzung. Die beiden Spiele sind sehr nah beieinander. Jetzt nicht in dem Umfang, da ist natürlich The Forest ganz klar weiter vorne, es ist ganz logisch. Aber ja, ich sag mal, da sind schon einige Parallelen zu sehen. Nicht? Und deswegen hatte ich mal wieder Bock, hier mal über The Forest reinzuschauen. Und ja, da hat sich auch einiges getan. Und da wollte ich einfach mal reinschauen. Und heute mit der Folge. Wollte ich den gar nicht. Ich wollte wie die Axt. Mit der Folge, was hat sich mit der 013 getan? Meine Fresse, 013 haben wir schon die Version. Ich weiß gar nicht, wann ich die letzte Folge gemacht habe, welche Versionen wir da waren. War das nicht 011 oder 010 sogar? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher. Muss ich nachher mal nachschauen. Wie dem auch sei. Was hat sich getan? Ja, also ich habe mir vorhin die Patch Notes mal angeguckt. Und ja, es hat sich wieder einiges getan. Zuallererst, da stand gleich auch ganz oben mit auf der Liste, wir haben keine explodierenden Leichen mehr. Ja, sondern das ist jetzt einfach so, dass man, jetzt ist es so, dass man jetzt einzelne Körperteile gezielt abhacken kann. Was war das denn gerade? Dieser Ausfallschritt. Ah! Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich hänge hier fest. Nein! Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das ist aber schade. So, jetzt aber, ne? Oder? Nee, auch nicht. Seht ihr? Ich gleite hier so ein bisschen hin und her. Das ist so ein kleiner Bug, würde ich doch mal sagen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch mal Continue Options. Kann ich wahrscheinlich eh nichts machen. Ah, Low Memory Mode. Nee, das wollen wir ja nicht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, stoppen wir mal an dieser Stelle die Aufnahme und dann fangen wir einfach gleich nochmal neu an. Das wird sich nicht verändern lassen. Tut mir leid, bis gleich und tschüss. Ja, guten Tag. Da bin ich wieder. So, jetzt habe ich mal das Spiel neu gestartet. Und ja, wir sind natürlich an einer anderen Stelle. Ich habe schon ein bisschen gelootet, damit wir das nicht ganze sich in, damit ich das Ganze nicht normal zeigen muss. Ich muss mal gucken, wo ich überhaupt bin. Das ist mal das DDS-Amtshandbuch. Oh, guck mal hier schon mal so ein Spieß, wenn ich den denn aufnehmen könnte. So, Spieß, Spieß, Spieß. Das war doch der Spieß, ne? Da kann ich ja schon mal so ein Fischilein mitnehmen. Das ist schon mal eine feine Sache. Zip. Und voll daneben, gleich beim ersten Mal. Zaps. Und Zaps. Und Zaps. Na, noch ein.
Ja, weswegen ich eigentlich die Folge machen wollte. Ich habe ja schon angefangen. Achso, oh, ich muss mich noch an diese Viecher gewöhnen. Das ist ja unglaublich. Naja, also wie gesagt, es geht um die Patch Notes und oh, da liegt ja einer. Mal gleich die Axt nehmen. Da können wir das nämlich gleich mal ausprobieren. Da ist das Dorf, dann weiß ich auch so bummelig, wo ich bin. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Und zwar, das Erste, was sein soll, man kann jetzt, wenn man jetzt hier so eine Leiche hat, kann man einzelne Körperteile abhacken. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei diesem funktioniert. Tatsache, man kann jetzt also schon einzelne Körperteile abhacken. Die explodieren nicht mehr, die Körper. Das war ja immer so ein Problem, dass man dann auch weggeschleudert worden ist teilweise und man dann gestorben ist aufgrund des Fallschadens. Das passiert jetzt nicht mehr. Oh, ein Lurch. Lurch. Das ist auch meins. So, dann mache ich am besten gleich weiter. Ich habe hier so viel auf der Liste stehen. Ich habe auch schon vieles weggelassen, weil es gibt natürlich wie immer Texturverbesserungen, Performanceverbesserungen. Dann wurden neue Tondateien hinzugefügt und so weiter und so fort. Und das möchte ich euch eigentlich so ein bisschen ersparen, weil das, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, aber ich denke mal, euch interessiert eher, was vielleicht so da neu dazugekommen ist. Und ja, das werde ich dann hier mal zum Besten geben. Ich probiere auch gerne noch mal ein paar Sachen aus, wenn ich da was nicht erwähnt habe. Dann stelle ich das vielleicht bei der nächsten Folge noch mal vor. Müssen wir dann mal sehen. Auf jeden Fall geht es dann weiter. Es gab auch im, was war das denn gerade? Im Multiplayer gab das wohl auch Verbesserungen. Und zwar, es gibt wohl jetzt weniger Spielerlecks und das Mikrofon beansprucht jetzt nicht mehr die CPU so stark. Scheiße. Und ja, das ist ja schon mal eine feine Sache. Werde ich wahrscheinlich so verhältnismäßig wenig ausprobieren können, weil ich das ja Singleplayer spiele. Zumindest momentan noch. Und ja, muss man sehen. Und außerdem Mikrofon, das geht bei mir. Okay. Das Wasser sieht auch ein bisschen merkwürdig aus hier. So sieht das Wasser auch nicht normal aus. Naja, okay. Und dann geht's weiter. Es gibt neue Objekte zu bewundern. Und zwar, ihr könnt jetzt einen Waffenständer bauen, einen Snackschrank und einen Halter für Medizin bzw. für Bomben und für Molotow-Cocktails. Finde ich persönlich eine geile Aktion, dass man dann halt immer so ein bisschen was lagern kann. Noch geiler finde ich allerdings, das Wasser sieht doch nicht normal aus. Noch geiler finde ich eigentlich, man hat halt das so als normales Lager, ne, ist für einen Singleplayer. Und beim Multiplayer kann man diese Schränke benutzen, um mit anderen Leuten, mit anderen Spielern zu tauschen. Das, wo hänge ich jetzt hier fest? Muss ich nicht verstehen. Um mit anderen Spielern zu tauschen. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, ob es dann so eine Art Zugriffscode gibt. Oder ich weiß es nicht, muss man sich mal angucken. Wie gesagt, ich spiele ja auch im Singleplayer. Da werde ich das schwer überprüfen können. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Erfahrungen ihr da so im Multiplayer gemacht habt. Weil da bin ich noch komplett unbeleckt und ja, da müssen wir mal schauen. Wie gesagt, Waffenständer gibt es, Snackschrank gibt das, Halter für Medizin etc. gibt das. Beim Waffenschrank ist zu beachten, das gilt wohl nicht für Pistolen. Ich weiß jetzt nicht, welche Pistolen die da meinen. Findet man jetzt hier auch normale Pistolen oder meinen sie jetzt die Leuchtpistolen? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Dann ist es so, dass mit dem SP und MP habe ich ja schon erwähnt, dass man tauschen kann. Dann ist es so, dass bei diesem Patch wohl die Höhlen im großen Fokus gelegen haben, beziehungsweise auch die meiste Arbeit gemacht haben. Die Höhlen wurden wohl größtenteils komplett überarbeitet und da wurden teilweise neue Bereiche hinzugefügt, also auch neue geheime Bereiche und Wandmalereien wurden hinzugefügt und so weiter und so fort. Und man kann jetzt wohl auch in der Höhle 2, meine ich, gelesen zu haben. Das kommt erst hier ein Blatt später. Da kann man. Da kann man das gleich mal mitnehmen. Ich glaube, man kann sich daraus ja Waffen basteln, ne? Genau. Schauen wir mal. Da kann man. Wo war ich jetzt überhaupt? Achso, da kann man so Leuchtsterne oder was sehe ich hier, so eine Sterne, so eine komischen Aufklebersterne, die kann man sich dann wohl da zusammensammeln. Und ja, muss man sich mal angucken. Wir werden, je nachdem, wie viel ich hier aufnehme bei The Forest,
Werden wir sicherlich dann auch mal in die Höhlen reingehen und uns die Höhlen halt mal angucken. Das ist auf jeden Fall mit drin. Sofern ihr bei mir. Oh, das hört sich richtig klasse an. Hört sich ja mal richtig nach Baum an. Und auch die Texturen haben sie da so ein bisschen geändert. Das sieht ein bisschen anders aus. Bock. Tock. Mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn der Baum fällt. Ob der immer noch random fällt oder ob da so ein bisschen. Momentan. Ah. Aha. Gut, entweder ist das ein Bug oder der fällt tatsächlich jetzt auseinander. Ist aber witzig. Aha. Gut. Springt jetzt also auch nicht mehr so 1000 Kilometer in die Höhe, finde ich toll. Wie gesagt, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das jetzt gerade schon neu ist oder ob das schon mit einem der letzten Patches neu gemacht worden ist. Das kann ich natürlich so nie sagen. Das ist übrigens auch eine Erneuerung. Man kann jetzt wohl diese Baumstämme kann man jetzt nicht immer tragen. Es ist also so, wenn ihr zum Beispiel am Schwimmen seid oder am Hüpfen seid, dann verliert ihr wohl diese Baumstämme. Ich meine, es macht auch Sinn, das ist ja realistisch. Und es wird neblig. Ist das so neblig? Ja, irgendwie ist die Grafik hier so ein bisschen. Also ich glaube, ich muss auch meine Grafik hier mal ein bisschen einstellen. Das sieht ja nach nichts aus. Das ist ja merkwürdig. Naja, auf jeden Fall, das haben sie auch mit implementiert, dass man jetzt halt nicht mehr alles machen kann, dass man beim Schwimmen jetzt nicht nur die ganzen Baumstämme, ich kriege hier schon wieder Hallos, die ganzen Baumstämme mit sich rumschleppen kann, sondern die verliert man jetzt halt. Da muss ich gleich nochmal nachgucken, welche Aktionen das konkret waren. Ich muss jetzt auch erstmal sehen, was ich jetzt hier noch so fix gebaut kriege. Aha, so eine Alge. Das mit den Grafik, das mit der Grafik macht mich so ein bisschen fertig. Da müssen wir nachher nochmal gucken. Das mache ich aber erst in Aufnahmepause. So, was gibt es noch? Dann gibt es wohl ein neues, ein experimentelles Bausystem. Das nennt sich, ja, das ist nicht prozentual, sondern prozedurales Bausystem. Ich habe da das noch nicht so ganz geschnallt. Also ich glaube, das wird man dann auch erst nachher kapieren, wenn das, wenn wir das wirklich mal angefasst haben. Da soll es wohl möglich sein, die Strukturen zu ändern beim Bauen. Inwieweit, wie gesagt, das so funktioniert, weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung von. So wie ich das aber verstanden habe, kann man jetzt zum Beispiel in Strukturen, ja, sogenannte Ankerpunkte, ich muss mal was essen, glaube ich, sogenannte Ankerpunkte erstmal setzen, wo man dann wiederum zum Beispiel Seile dran befestigen kann, um dann daran hochzuklettern oder irgendwelche Objekte zu befestigen und so weiter und so fort. Das müsste ich aber auch gleich nochmal nachschauen. Das habe ich hier in den Patch Notes auch noch drin stehen. Ich greife nämlich schon wieder vor. Auf jeden Fall gibt es da neue Strukturen. Gucken wir uns alles an, hoffe ich. Und ja, die Spielstände der Version 0.12 sollen angeblich kompatibel sein. Angeblich, ich habe jetzt im Forum schon wieder gelesen, dass das nicht der Fall sein soll, dass es tatsächlich wieder Leute geben soll, die da irgendwelche Farbfehler... Guck mal, jetzt fällt der Baum ganz normal. Jetzt fällt der Baum... Was? Was war das denn gerade? Habe ich wieder Schaden genommen? Habe ich mich wieder selber gegeißelt? Na, schmeißen wir erstmal hier hin den Kram. Auf jeden Fall springen die momentan noch nicht so 3 Kilometer weiter weg. Das finde ich schon mal ganz cool. Wo sind jetzt die Bäume? Die sind da. Schmeißen wir auch mal hier mit hin. Erstmal auf Lager. Erstmal auf Halde. Müssen wir mal gucken, dass wir hier gleich mal so ein kleines Feuerchen basteln. Das war doch hier auch noch nicht so, oder? Ich meine, früher war hier nicht früher das hier... Da fehlte doch hier das ganze Stück an Erde, oder nicht? Also da war das doch alles weg, aber das habe ich vorne zu. Hm. Naja, egal. Wie gesagt, also Spielstände 0.12 sollen kompatibel sein. Ich habe aber schon gelesen, dass es schon wieder Leute geben soll, die dann eben Farbfehler haben, weil denen da wieder das Bild irgendwie nicht richtig funktioniert und keine Ahnung. Also da gibt's wohl hier und da immer noch Probleme, das hat man ja immer. Ich muss einmal umblättern, deswegen ein bisschen geraschel. Das sind nicht die Bäume. Dann ist es so, ja, wie ich schon sagte, Höhle 2 hat neue Wandmalerei, beziehungsweise hat überhaupt Wandmalerei, das habe ich ja schon erwähnt. Dann gibt es nur im Einzelspielmodus gibt es Kletterseile mit einer Minimumdistanz zum Boden, die man an einer sogenannten Ankerstruktur montieren kann. Diese Ankerstruktur, das ist dann, denke ich mal, so
Einsatz, sage ich mal, für diverse Plattformen. Also wenn wir jetzt hier anfangen würden, uns hier so ein, na sag schon, also Baumhaus zu bauen, dann kann man vielleicht an eine Ecke dieser Plattform kann man so einen Ankerpunkt setzen, woran man dann wiederum ein Seil setzen kann. Wobei Baumhäuser jetzt sowieso verpflichtend sind, ein Seil mit zu verarbeiten. Also da muss man mal gucken. Ich brauche jetzt mal ein Campfire. Ich muss jetzt mal gucken, wie das überhaupt geht. Sticks, 5 Stück, 15 Steine und 6 Leaves. Bauen wir das hier vorne hin? Würde ich mal so sagen. Ne? Ich brauche hier auch noch Shelter. Da kommt man nicht mehr. Kommt man schon noch um die Ecke, aber das will ich jetzt mal so nicht riskieren. Das sieht mir schon merkwürdig aus von hier. Dann machen wir das erstmal hier hin, würde ich sagen. Und dann kloppen wir dann noch ein paar Stück. Guck mal, da brauche ich jetzt wieder nur 7 Steine. Also das haben sie auch noch nicht so ganz behoben. Das ist natürlich schade. Aber naja, das ist eine Alpha, ist immer noch eine Alpha, von daher ist das ja nicht so schlimm. So, dann gucke ich mal weiter auf meine Liste. Ankerpunkte hatte ich schon erwähnt. Die gibt es nämlich jetzt bei den Kazebos, Log Cabins. Plattform, erweiterte Plattform, Treppenmauern etc. Da kann man diese Ankerpunkte setzen, um dann eben diese. Ah. Herz allerliebst. Was ist das denn für ein Symbol jetzt? Was kann ich da? Ach so, da kann ich jetzt auch Geld mit verbrennen. Nicht nur Leaves, sondern angeblich wohl auch Geld. Sieht zumindest wie Geld aus. Also wenn das kein Geld sein sollte, verzeiht es mir bitte. Ja, soweit dazu. Dann haben wir diese Ankerpunkte. Steht auch nochmal drunter. Brücken und Objekte können jetzt mit Seilen befestigt werden. Also kann man wohl auch richtige Hängebrücken bauen. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Dann gibt es einen neuen Cheat-Modus. Der nennt sich Vegetarian Mode. Dort ist es wohl so, dass Gegner nur in der Nacht spawnen. Und tagsüber dann halt logischerweise nicht. Und man kann jetzt mit dem Cheat Meat Mode, kann man andere Cheats deaktivieren. Und dann denke ich mal, der Meat Mode ist jetzt das, was wir jetzt gerade spielen. Wo es halt richtig abgeht. Eieiei. Behaupte ich jetzt mal, stelle ich immer so einen Raum. Und ja, es wird schon wieder duster. Duster im Gebälk. Ich muss mal hier meinen Leiter anmachen. Dann sehe ich schon ein bisschen was. Kann ich eigentlich da alles hinschmeißen? Ich brauche die eigentlich gar nicht sammeln. So, dann brauche ich noch ein paar Steine, weil ich werde gleich eine Shelter bauen müssen, damit ich ein bisschen speichern kann. Den Stein brauche ich eigentlich gar nicht. Was steht als nächstes auf meiner Liste? Also die Cheat Modes hatte ich ja schon alle so ein bisschen erwähnt. Dann gibt es wohl bei den Mauern, ich denke mal bei den normalen Holzmauern, da gibt es jetzt wohl einen Gesundheitsball. Ach, das ist ja gar keiner, der da steht. Gut, das sah so aus, als wenn er erst ein Kannibale steht. Aber ist er nicht, okay. Und ja, da gibt es jetzt, diese Holzmauern haben jetzt wohl einen Gesundheitswert. Das heißt, diesen Gesundheitswert, ich sehe hier überhaupt nichts, diesen Gesundheitswert, den kann man dann wohl offensichtlich sehen. Wir müssen mal gucken, ob wir das hier vielleicht sogar schon. Naja gut, das sind ja die normalen Cabins. So, jetzt muss ich schon mal rotaten. Rotate, rotate, rotate. So, dann machen wir es mal hier hin, spontan. Da kann ich dann keine Shelter mehr bauen. Ich baue ich mal hier hin. So, dann bauen wir hier mal eben die Shelter. Und dann brauchen wir noch Bäumchen. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade mal so ein bisschen unterbreche, aber ich muss mich hier mal so ein bisschen gerade. Naja, konzentrieren wir jetzt vielleicht übertrieben, aber nicht, dass ich hier völligen Blödsinn mache. Und ja, wie gesagt, die Holzmauern haben jetzt einen Gesundheitsbalken. Das heißt, es dauert jetzt wohl auch länger, die einzureißen im Vergleich jetzt. Oh, Stick zur Axt war jetzt der Vergleich. Das müssen wir dann nachher mal ausprobieren. Finde ich persönlich gut, weil ich glaube, man konnte immer mit einem Schlag so eine Mauer einreißen. Das ist ein bisschen nervig. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein Stone. Das kriegen wir hin. Ein Stone. Und dann haben wir hier die Shelter. Sehr schön, sehr schön. So, dann kann ich schon mal C drücken. Ich will erstmal nur speichern. Obwohl, ich könnte eigentlich auch schon eine Runde pennen gehen. Dann können wir nächsten Tag bei
bei der Helligkeit so ein bisschen weitermachen. Sehr gut. Aber es ist immer noch dunkel. Dann werde ich mal so ein bisschen noch ein bisschen erhellen. Ja, und dann ist es so, dass die Plattformen genauer einrasten. Inwiefern, auch das werden wir, denke ich, mal sehen. Und ich schaue noch mal kurz, was ich hier noch baue. Ich wollte hier eigentlich noch mal so ein bisschen Wegbeleuchtung machen. Dass ich hier auf dem Weg hier so ein bisschen was sehe. Dann packen wir mal hier vorne hin, würde ich so rum. So. Dann gibt es ein verbessertes Schieben des Holzschlittens. Auch das muss man sich angucken. Ist aber schon mal gar nicht schlecht, finde ich. Verbesserungen sind immer gut. Und dann haben wir eine verbesserte Kollisionsabfrage bei der Kacebo-Pavillon-Objekte können, was habe ich hier hingeschrieben, Objekte können über dem Fußboden errichtet werden. Gucken wir uns auch an. Ne, ich würde mal sagen, ich weiß ja noch nicht, wie groß das Ding ist, aber das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Und ich weiß gar nicht, warum ich einen Stamm mit mir rumschleppe, den brauche ich momentan gar nicht. Und dann will ich mich hier mal erstmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, mir fehlt trotzdem noch Stein. Mann, oh! Stein, 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 da ist ein Stein, Stein, noch ein Stein, meins. So, dann gibt es, was muss ich mal gucken, geringerer Schaden bei nicht aufgewerteten Steinwaffen. Ja, also offensichtlich dann nur bei Steinwaffen und das ist nicht wirklich hell hier gerade. Ups, naja, war ja wieder klar. Das war ja wieder klar. Ich bin hungrig und ich verliere wieder alles. Das ist toll. So, ich werde mal... Fischis könnte ich natürlich auch braten. Warte mal, dann machen wir uns erstmal so ein Fischi-Farm. Fischi und C. Habe ich den jetzt reingeschmissen? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hoffe ich doch. Ich glaube, ich muss meine Tastaturbelegung nochmal überarbeiten. Naja, und wie gesagt, geringerer Schaden bei nicht aufgewerteten Steinwaffen, das muss man sich mal angucken. Könnt ihr mir ja auch gerne Erfahrung mit dem neuen Patch auch gerne schreiben, so ist es ja nicht. Und dann, dass die neuen Baumhäuser, die brauchen wohl alle ein Seil. Kann ich das jetzt essen? Ja, meine ich doch. Gut, dann bin ich wieder voll, das ist sehr schön. Dann Höhle 1 wurde überarbeitet. Es gibt mehr interessantere Bereiche, bessere Kollisionsabfragen, bessere Navigation, mehr geheime Bereiche. Was natürlich konkret dahinter steckt, das müssen wir sehen. Und auch da könnt ihr mir natürlich gerne schreiben, wenn ihr da schon Erfahrung habt, dann gucke ich mir das gerne an. Und es wird hier schon wieder duster. Ich glaube, ich muss hier mal wieder so ein bisschen was an der Helligkeitseinstellung tun, weil da sieht ja kein Mensch was hier. Muss ich schon wieder meinen Leiter hier anmachen. Aber es ist auch selbst mit Feuerzeug. Ist das schweinedunkel hier? Das gibt's ja gar nicht. Da haben sie ja wirklich, entweder haben sie so viel geändert oder ich bin einfach zu blöde. Will ich beides nicht ausschließen. Und dann guck mal. Jetzt bin ich schon wieder im Wasser. Also ist das doch Wasser hier, oder nicht? Hm. Hier ist noch, hier sind noch Bäume. Sehr cool. Nehme ich doch noch mal glatt mit. So, was gibt es noch Neues? Spieler kann keine Stämme mehr aufheben beim Springen, Schwimmen, Segeln, Schieben vom Schlitten. Das war das. Nicht? Also das könnt ihr dann nicht mehr. Dann könnt ihr keine Stämme mehr aufheben. So, sonst werden sie halt automatisch abgelegt. Ne? Also wenn ihr dann dementsprechend die Sachen, wenn ihr dann am Segeln seid etc., dann wird es dann halt eben so aussehen, dass die Stämme fallen gelassen werden. Dann gibt es eine neue Eingangsoptik zur Höhle 2. Gucken wir uns an, sofern ich sie dann finde. Ich müsste erstmal wieder auf der Karte gucken, wo diese ganzen Höhlen überhaupt verteilt sind. Was haben wir noch? Was steht da? Blocken? Ich kann meine eigene Schrift schon nicht mehr lesen. Das ist echt, echt bescheuert. Naja gut, mehr Ausdauerverbrauch bei Blocktreffer. Ja, das heißt, desto weniger Ausdauer ihr habt, desto mehr Trefferpunkte bekommt ihr dann auch. Und das ist natürlich schade, wenn ihr irgendwann gar keine Ausdauer mehr habt, dann wird das auch komplett fehlschlagen. Das heißt, dann kriegt ihr voll einen von Latz geknallt. Ist natürlich ein bisschen doof. Irgendwie ist das merkwürdig hier. Da kommt doch überall Wasser hin hier, oder nicht? Ich bin verwirrt. Ganz offiziell. Ist auch egal. So, und wie gesagt, das Blocken schlägt fehl. Also man kann jetzt nicht einfach mal mehr so blocken. Das finde ich eigentlich persönlich eine coole Sache. Weil das dreht so ein bisschen nochmal wieder am Schwierigkeitsgrad. Finde ich persönlich echt klasse.
So, aktive Cheats werden lokal gespeichert. Das heißt, wenn ihr auch irgendeinen Cheat-Modus anhabt, diese wie dieser Vegetarian-Mode, dann wird der auch mit gespeichert. Und den könnt ihr dann jederzeit dann halt auch durch diesen Befehl für Meat-Mode, glaube ich, hieß das, könnt ihr den dann auch wieder deaktivieren. Verbesserte Gebäudeplatzierung gibt das. Zwei neue Charaktermodelle gibt das. Ich denke mal, das bezieht sich eher auf den Multiplayer. Performance-Verbesserungen, das war jetzt allgemein gehalten, da sind sie nicht speziell drauf eingegangen. Ich denke mal, gibt es hier und da immer mal Verbesserungen. Und Performance-Verbesserungen, was hatte ich? Denn gibt es jetzt auch alle Gegnertypen im Multiplayer-Modus. Das heißt, vorher haben die offensichtlich gefehlt, kann ich so nichts zu sagen. Ihr seid die Multiplayer-Experten, da könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Na, sowieso wie immer. So, dann diese Armsies. Jetzt muss ich mal eben lesen. Das stehen nämlich mehrere Sachen, deswegen nicht wundern, dass ich mich hier nicht weiter bewege. Die Armsies, das sind diese Tentakelmutanten. Die können sich jetzt wohl schnell drehen, von links, von rechts und aus weiter Entfernung angreifen. Und sie oder er, sie, es reagiert auch auf Explosionen und taumelt dann halt zurück. Wird dann allerdings wahrscheinlich sauer und greift einen auch an. Dementsprechend werden auch Molotov-Cocktails machen da auch weniger Schaden. Und ich guck mal eben, was ich noch so Schönes bauen kann. Bevor ich mich jetzt voll verplapper. Was machen wir? Können wir eben eine kleine Hütte noch bauen? Was ist da denn hier? Ist auch ein Fehler. Gazebo, okay, das ist hier so ein... Aha, okay, das ist dann so ein Baumhaus, nehme ich an. Gazebo. Gibt es neue Fallen oder sowas? Muss ich gleich mal gucken. Rabbit Trap, das gab es ja vorher schon. Segel, okay, da ist nichts Neues. Effigies ist auch nochmal. Hier oben kann man wieder nichts anklicken. Jetzt habe ich mich selber schon wieder unterbrochen. Für Steine. Wo sind denn die? Sind denn hier diese ganzen neuen Sachen zum Bauen? So, das sind die Shelters. Storage. Normalerweise müsste es ja unter Storage müsste das ja stehen. Aber irgendwie. Doch hier, guck. Explosive Holder, Weapon Rack, Medicine Cabinet, Snack Bar. Ist alles neu. Okay, was haben wir hier? Was ist das hier? Tree Plattform. Also einfach nur eine Plattform, eine Dingsbrücke, eine Holzbrücke, normale Plattform, normale Stufen, die hatten wir vorher schon, Defensive Spikes hatten wir auch schon. Custom Foundation, okay. Das ist interessant. Custom Floors, okay. Experimental Walls. Was haben wir hier noch? Stick Marker, okay, kennen wir auch schon. Wooden Path, kenne ich auch noch nicht. Climbing Rope. Ach so, einfach nur dieses Seil. Okay, anscheinend scheint das nur das Seil zu sein. Kann man wohl herstellen oder so, weiß ich nicht. Nose Trap, Happy Birthday Trap, etc. pp. Dat. Effigies ist auch noch normal. Okay, dann haben wir da auch schon so ein bisschen reingeguckt. Aber haben wir schon ein bisschen geguckt. Das ist ja schon mal irgendwo nicht schlecht. Ich guck mal weiter. Armsies zerstören, genau. Diese Armsies heißen die, zerstören jetzt wohl auch Strukturen. Das können wohl auch die ganz normalen Gegner machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die können jetzt tatsächlich Mauern einreißen, kaputt schlagen oder zumindest beschädigen. Das ist natürlich das, was man dann im Trailer auch früher mal gesehen hat. Finde ich persönlich auch sehr geil. Weil man hatte ja früher immer so den Status, wenn man erstmal so ein bisschen was an Gebäuden gebaut hat, dann war man so ein bisschen unangreifbar. Und das finde ich jetzt schon gar nicht schlecht, dass da jetzt so langsam die Schwierigkeit mit reinkommt. Finde ich super. Und ich hänge hier schon wieder irgendwo in der Luft. Ich muss mir schon wieder einen Snack reinziehen. Da muss ich ein bisschen warten und trinke ich noch ein. Ich trinke noch einen, komm. Also richtig schön mit Wumms reinhauen. So, da gucke ich schon mal weiter. Die Armsies zerstören die Strukturen, das hatten wir schon. Molotovs machen weniger Schaden, werden jetzt aber halt die Armsies sauer machen und angriffslustig. Muss man also auch ein bisschen aufpassen. Standardgegner greifen jetzt auch Mauern an. Das ist auch interessant. Dann wurde die AI-Performance, also die künstliche Intelligenz, die wurde auch nochmal verbessert, dass die CPU... Oh, Vorsicht. Dass die CPU-Leistung auch wieder so ein bisschen geschont wird, finde ich auch persönlich interessant und sehr gut.
Und jetzt muss ich nämlich schon wieder mal umdrehen. Oder sind wir schon beim letzten Punkt? War es das schon? Ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich, wie dieses Rumgeklimper hier. Ja, da steht nur, dass man nicht springen kann, während man den Schlitten schiebt. Und ich muss mal kurz gucken, dass ich nicht was irgendwas vergessen habe. Das haben wir gemacht mit den Brücken, haben wir Holzmauer, haben wir Kollisionsabfragen, haben wir Spieler, das haben wir auch alles, Charaktermodelle, das habe ich auch alles vorliegen. Ja, da sind wir eigentlich schon durch. So. Also, ich habe natürlich noch ein paar Sachen weggelassen, also zum Beispiel so die ganzen neuen Sounds oder ja, da haben sie ein paar Sachen geändert, neue Texturen geändert, neue eingefügt und so weiter und so fort. Das sind natürlich Sachen, die habe ich euch jetzt mal nicht vorgelesen, weil erstens mal seht ihr die selber und zweitens mal sprengt das hier so ein bisschen Rahmen. Ich bin jetzt schon weit über die Zeit, also von daher ist das alles eher zweitrangig und wir werden auch eine Menge sehen. Ich denke mal, ich werde mal wieder ein paar Folgen aufzeichnen. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare da reinschreiben. Und dann will ich hoffen, dass euch so meine kleine Patchnote-Folge so ein bisschen gefallen hat. Ich bin noch momentan so ein bisschen planlos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich muss mich erstmal so wieder mit The Forest erstmal wie so ein bisschen eingrooven. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Und ja, Tipps, Tricks, Anregungen könnt ihr mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei The Forest. Macht's gut und tschüss.